für mich, für uns alle, unfassbar, erleben zu dürfen, dass alle Menschen, die um dich herum waren, nicht fähig waren oder es nicht schafften, aus Angst oder wie immer, dir das Wasser zu reichen. Da war dieses dir helfen, dass du einen guten Übergang bekommst, dass du mit der Erquickung dessen, was uns von der menschlichen Seite, dessen wir bedürfen, Wasser des Lebens, dir diese Salbung geben, schenken zu dürfen. Deine Freude darin, dass ich gekommen bin, beherzt bin, nicht scheue, auch dann, wenn mich die Angst packt. Was für ein Beispiel, ein Symbol darin, trotzdem da zu sein, für dich gehen zu dürfen, deinen irdischen sowohl als deinen geistigen Körper nähren zu dürfen, mit der Liebe, die auch die Angst überwinden will. Dann vor gut einem halben Jahr, nicht einmal ein halbes Jahr, 4, 5 Monate, der bedeutsame Traum, dass du mich aus Abertausenden von Menschen herausgeholt hast. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Plötzlich saß ich auf dem roten Teppich, der direkt vor deinem Tempel ausgerollt ist. Und selbst dann, als ich gerufen wurde, guckte ich noch um mich herum, weil ich nicht dachte, dass ich es bin, die gerufen wird, die gerufen ist. Und ich alleine in deinen Mann dir gerufen wurde. Alleine unter Männern, vielen Männern, die das Abhishekam für dich zubereitete. In einer Hülle und Fülle, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben gezeigt bekam. Buttermilch. In Hölle und Fülle, die aus einem großen Gefäß in ein noch größeres Auffangbecken hineinfloss und die Männer die heiligen Mantren dazu sangen. Dann kommen Männer von Stufen herunter auf mich zu, die ich da immer noch wartend an der Wand stehe, um dich, o Herr, empfangen zu dürfen, für dich da sein zu dürfen, die mich dann die Stufen hinaufholen, um zu sagen, hier ist Sai Baba, dein geliebter Meister, im gläsernen Sarg aufgebahrt, und du darfst alleine vor seinem Haupt knien. Und ich habe es getan. Und ich habe mich aufgelöst in dir, vor dir, in Tränen. Ich wusste nicht, was sollte ich tun, als dir meine Liebe zu Füßen zu legen. Mit dieser Liebe begann ich dich, o Herr, wach zu küssen. Und plötzlich trat das Leben in dein Antlitz zurück. Ich nahm die ersten Zuguck deiner Wangen wahr. Ich sah, wie langsam deine Wimpern, deine Augenlider sich bewegten. Und du schenktest durch die Liebe mir dein Leben. Und es wurde immer mehr und mehr, bis du dich dann aus deinem gläsernen Sarg erhebtest und dich dann
ruhig zu stellen. Mir in Liebe dein Haupt vor mir zu senken. Geschlossene Augen, aber dein Lächeln mir zu necken. In der Bejahung, was die Liebe alles vermag. Dann hast du es ein zweites Mal getan. Und wir gingen in diesem Einklang, in dieser Liebe ein. Einheit, was die Liebe prima, prima, prima alles tun kann und alles vermag zu tun. Ob es Toderweckung ist, ob es die Überwindung der Angst ist, dir in deinem Ablebeprozess zu helfen, hier Wasser, das Wasser darzureichen, die Salbung. In allem hast du mir gezeigt, dass die Liebe alles überwinden kann, dass die Liebe für uns alle gehen wird. Aber wir müssen sie immer einsetzen. Wir müssen immer bereit sein, damit sämtliche Hürden des Lebens zu überwinden. Damit wir dein Herz erreichen. Damit wir eins werden mit dem, was du bist. Mit dem, für was du gekommen bist. Mit dem, was du weiter für uns darstellst. Was du für uns gibst. Zu jeder Sekunde. Zu jedem Atemzug. Zu jeder Stunde, zu jedem Tag, zu jeder Nacht. Liebe. Liebe war und ist dein Sein. Und mögen die, die du zu deiner Nachfolge auserkoren hast, immer würdig sein, dich über die Liebe des Herzens